Schlagerstar im Interview, Helen Fischer, habe gelernt, die Einsamkeit zu akzeptieren. Sie gehört zu den größten deutschen Schlagerstars. Helene Fischer besticht dabei meist nicht nur durch ihre Musik, sondern auch mit ihrer guten Laune. Dennoch hat auch sie einsame Momente, mit denen sie lernen musste, umzugehen. Wie Krone unter Berufung auf ein Radiointerview berichtet, sei die Einsamkeit für die Sängerin manchmal verrückt, man hat alles gegeben, die besten Stunden erlebt, da war ein Energieaustausch, den kann man gar nicht beschreiben. Um das zu verarbeiten, muss jeder seinen Weg finden. Befürchte, dass es zu viel wird, dennoch habe sie gelernt, die Einsamkeit zu akzeptieren, auch ein bisschen zu genießen. Ich schotte mich ab, damit ich wieder zu mir komme. Das Schönste und Wichtigste sei es, nach Auftritten im Hotelzimmer mit Florian zu telefonieren. Für die Zukunft wünsche sich die Sängerin, nicht den Spaß, an dem, was sie tue, zu verlieren. Ich würde mich freuen, wenn ich auch noch in 30 Jahren auf der Bühne stehe und muss. Aufpassen, dass der Spaß daran nicht verloren geht. Denn sie weiß, wenn alles zu exzessiv wird und ich in diesem Tempo weitermache, befürchte ich selber, dass es zu viel wird. Im Video, seine Haare so lang wie ihre, so sahen Helene Fischer und ihr Flori vor 10 Jahren aus. Park.